Hallo und willkommen zurück zu Celeste. Wir gönnen uns jetzt die Platinbeere. Unbesiegbarkeit, Luftsprints, Ausdauer. Okay. Ja, die sieht anders aus als die blaue Goldbeere. Ah ja. Ich versuche auf jeden Fall alle Schlüssel mitzunehmen, nicht in irgendwelche Traps zu treten, die mich umbringen. Logischerweise wäre ein bisschen doof, wenn das passieren würde. Und ja. Da. Es wird, glaube ich, trotzdem mehrere Parts dauern wahrscheinlich, weil es einfach so ein ewig langes Level ist. Das heißt, wenn du einfach durchwascht mit 160% Speed. Okay. Okay, dann kommen wir zur ersten Area, wo man Schlüssel sammeln kann. Schade. Ich habe es irgendwie nicht geschafft hochzukommen, solange er nicht fertig war. Heißt das, ich habe den Schlüssel jetzt verloren. Aber hey, man sollte eh viel mehr Schlüssel verlieren. Ist egal, ich versuche nicht zwingend alle zu haben. So viele wie geht. So viele wie ich mastern kann, im Endeffekt so viele wie ich hinbekomme. Was halt nicht zwingend alle sind. Oh, warte mal. Ah, stimmt. Er wünscht mir Glück für die Tür. Die müsste ich ja leider legit schaffen. Das ist ja die Sache. Also legit in Anführungszeichen. Ich meine, ich kann den Speed verlangsamen, aber trotzdem muss ich den Sprung hinbekommen. Auch wenn halt nur auf halbem Speed. Achso, das war der Raum. Okay, danke. Gut. Das ist doch super, ich hab's First Try geschafft. Sollen wir cheaten? Komm, cheaten wir. Es ist halt irrelevant, weil, ja genau, der geht trotzdem auf. Also müssen wir schneller hier rüber.
Naja, da hätte ich jetzt einen mehr saven können, wenn ich gleich schnell gewesen wäre, wenn ich schnell genug draußen gewesen wäre, aber naja. Wir haben schon einige gesaved, ich habe fast keine von den Türen geöffnet, die ich eigentlich öffnen sollte, also von dem her. Das war schon sehr gut. Ich meine, wie viel haben wir aktuell? Ich habe keine Ahnung, es sind zu viele zum Zählen. Das ist aber so lange. Das war richtig lange. Dann gehen wir mal hier lang. Okay, die erste von den goldenen Erdbeeren ist collected worden. Hier ist die zweite. Dass ich es wieder nicht habe, also. Na, da. Ja. Ach ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich hoffe echt, dass ich laut genug bin. Mit dem konstanten Dashen, also. Ich kann es halt nicht wirklich. Also. Ich könnte Geräusche noch einsenken. Ich finde eigentlich nicht, dass die an sich zu laut sind, so. Naja, naja, naja. Da, 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 da. Okay. Ich war kein Schlüssel auf dem Weg, aber anscheinend kommen wir jetzt zur nächsten Erdbeere. Ja, da ist sie. Okay. Hier muss ich hoch. So. Ach ja, der Wind. Der ist ziemlich krass hier, ja, dann wieder mal. Bisschen chillen kurz. Aber ich bin ja so schneller, wenn ich was dasche. Hm.
Okay, der Schlüssel kannst du im nächsten Key Collection Raum. Also meine Range ist echt krass, man. Der Area hier an sich ist jetzt nichts mehr. Zuerst mal durch. Bevor ich an den Punkt komme, wo ich die Schlüssel einsammeln kann. Sonst bekomme ich ja, glaube ich, nicht lang. Ja, genau. Das ist kacke. Das wäre nicht notwendig gewesen. Man kann eigentlich keine unnötigen Schüsse sammeln, aber manchmal ist es irgendwie unaufhaltbar. Okay, die Tatsache, dass mir angezeigt wird, dass unten einer ist, war mir das Gefühl, dass ich was übersehen habe. Toll. Ich habe wieder zwei Schlüssel verbraucht, die ich eigentlich nicht verbrauchen müsste. Naja. Ah, da ist sie. Okay.
immer noch schräg nach oben. Hier, wo diesen wäre, straight nach oben. Okay, ich weiß, wo der ist. Genau hier. Lava auf einmal appeared einfach. War die Musik still in dem Raum, aber dann geht's wieder ab. Wie es aussieht. Bisschen mehr Radieschen. Radieschen. Hi. Aber wir kommen wieder an den Punkt, wo die goldene collected wird und ich noch eine goldene kriege. Aber wir begeben uns in die Dunkelheit, das stimmt. Das war ja auch eine Sache. Darkness. Eternal Darkness. So schaut's aus. Okay, gut. Dann hier lang. Und hier lang. Lange Wege sind lang. Ja. Bislang haben wir noch nicht das, wo die Dunkelheit so durchgeht und das den Screen komplett verdunkelt. Ah, ja, hier fängt's an. Er war ein Block. Oh, hier ist die Darkness nicht mehr da. Hier kommt sie wieder. Die Darkness, Eternal Darkness. Jetzt muss ich hier durchklicken, bis ich mich wieder kontrollieren kann. Thank you.
Okay. Warte kurz, dass ich feststecke. Okay, ich gehe auf jeden Fall voran. Man sieht ganz gut. Dann sehen wir jetzt wieder, was das gut ist. Oh man. Alter, aber. Aha, na, na. Ja. Frage mich, ob es noch Dialog geben wird in der Platin-Area. Meine Gold-Area gab es ja keinen. Okay, ja, ich weiß über die andere. Oh, warte mal, wir sind ja schon fast bei. Bewerten nicht vergessen, natürlich.